Ich sitze jetzt im ICE Richtung Frankfurt. Ist so Reise passiert? Welcome to Guatemala Airport. For your information, local time. Wir sind jetzt nach 48 Stunden mit einem Zwischenstopp in Mexiko in Guatemala angekommen. Ja, Tigua. Herrlich sieht das hier aus, ey. Wahnsinn. Die sind alle sehr, sehr nett zueinander. Das ist hier nicht so wie in Düsseldorf auf der Kö. Wir sind angekommen in Panajachel. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Wir haben so einen Hunger, aber da kommt Hähnchen. Oh, flüssiges Hähnchen. Ja. Davon muss man ja schon viele Portionen essen, von dem Chicken hier. Das hier ist unser erster Stopp, wo es eigentlich das erste Mal so richtig um Kaffee geht. Morgen fahren wir über diesen See rüber, den man halt nicht sieht, aber der ist glaube ich hier hinter. Fahren wir rüber zu der ersten Kaffeeplantage. Good morning, my friends. Wir sind auf dem Weg zum Bootsanleger. Jetzt geht's los hier. Wir stehen jetzt hier auf dem Pickup, fahren jetzt Richtung Plantage. Hier bringen die Kleinbauern ihre Kaffeekirschen her. Die werden hier gewogen und bei dem Dude verkauft. Yes. Das sind die tatsächlichen Kaffeekirschen. Und hier findet die Trennung der Kaffeekirsche zur tatsächlichen Kaffeebohne statt. Und hier sehen wir die Fermentierungsbecken. Und dort hinten werden die Kaffeebohnen getrocknet. Mach mal auf, das Ding. Leute, ich habe 9 Bands. Ey, die haben da einen Stuhl abgesägt und den einfach draufgepackt auf den Sitz. Wir haben ein richtig originales Mittagessen gekriegt von dieser Familie. Muchas gracias. Elena, du musst nur weitermachen, ich bin nah. Ich muss nur weitermachen, er ist nah, sagt er. Hier geht's schon richtig los mit dem Kaffee-Action, Alter. Ich mache nochmal schnell eine Weite. Ah! Now I dream of it. How I dream of it all the time. Was für ein Epic Hotel, Alter. So. First Stop Café Filming auf der da oben halt. Da oben ist direkt dieses. Wie heißt denn das? Ja, mal Officina. Kaffeeverarbeitungs Betonflächen Bereich. Was eine Wahnsinnsaussicht aus unserem Hotelzimmer. Ich nehme jetzt eine kleine Dusche und dann fahren wir heute noch zur Familie von Pedro. Was für ein herrlicher Duschvorgang. Oh, kleines Stromproblem, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ginge. Camping ohne Fernsehen. Ginge. Dinge. I felt him ever so warm and near. Whispering promises in my ear. He said he'd always be true to me. To love him. Okay, wir sind jetzt gerade super privat bei einer von den Familien zu Hause. Schon wieder auf morgendlicher Mission. 5 Uhr oder was haben wir jetzt? Da vorne läuft unser Protagonist mit seiner Machete, Junge. Willi, statt zu filmen, macht er wohl offensichtlich gerade eine Instagram-Story. Aber es sieht wirklich amazing aus hier. How I dream of it all.
Wir steigen hier einen echt relativ steilen Berg hoch die ganze Zeit zu Pedros Parzelle. Ist anstrengend. He asked me then, could he kiss my lips? And I playfully said I wouldn't dream of it. Unser Freund Pedro hat die Strecke in Sandalen gemacht, macht er jeden Morgen eine Stunde lang. Der hat auch gar nicht geatmet. Hat gar nicht geatmet. Ich habe so schwer geatmet. Ich auch. Ich dachte, was ist das für ein Büffel? Herzinfarkt oder so. Wirklich. Ey, das ist so anstrengend gewesen, bist du schwarz. Mi amor no tiene esperanza. Wir sind jetzt hier in Chichicastenango angekommen. Das ist eigentlich nur ein Zwischenstopp auf unserer Reise zur nächsten Kaffeefarm. Wir sind hier mal angehalten, weil wir uns den Markt angucken und so ein bisschen hier dieses recht rege Treiben beobachten. Schon verloren gegangen. CDs. Nee, das sind Filme. Ich denke mal, das ist alles mit Lizenz. Das ist hier eine Schule und hier findet jeden Donnerstag ein Markt statt. Kannst du auch mal weggehen? Schick, Alter. TV? Hä? Ich kaufe TV? TV, Hollywood, ja, ja. Okay. Amor no necesita esperanza. Du hast ein bisschen geschwitzt auf dem Weg nach oben auf den Berg. Pedro hat nicht geschwitzt. Der hat immer so kleine Schritte gemacht. Ganz kleine Schritte. Das habe ich auch mal gemacht beim auf dem Weg runter, aber ja. Manchmal bin ich auch rausgerutscht. Also, wir sind gerade auf dem Weg zur Finca Buenos Aires. Da gibt es ein bisschen Probleme auf der Finca, um ihre Ländereien streiten. Deshalb ist Rolf mit, sein grünes Buch mit dabei. Erklärt das heute da mit denen. Jetzt geht's hoch. Hola. Mucho gusto. Kurze Lagebesprechung hier. Okay. Wir sind jetzt schon ziemlich weit oben. Ganz andere Ecke von Guatemala, die wir hier sehen. Okay, wir sind jetzt gerade angekommen auf der Finca Buenos Aires. Die haben hier schon mal Musik angemacht. Sí. Hola. Festzeremonie beendet. Rolf und Verein hat es geschafft, hier nur Probleme zu lösen. Die Leute sind happy. Sehr schön. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Da ist irgendwo Lennart, die gucken sich gerade einen Clip an. Patron hat auch wieder Fußballfreunde gefunden. Aber wir sollen essen gehen jetzt auch. Die finden das doof, wenn wir nicht mitessen. Chicken Soup vor Don Rolf und seine Compañeros. Rolf, wie war's bisher? Super. Carlos. Hier wurde mal, ist da noch ein Pullover? Ah, si, este. Okay, so, wir sind wieder hier im Basecamp angekommen. Wir wollten gerade noch kurz eine Drohne machen, aber da wurde uns leider gesagt, Drohne hier ist keine gute Idee. Ich glaube, dass ja. Hier noch andere Sachen anbauen als nur Kaffee. Wir sind ja eigentlich mit drei Autos unterwegs und begleiten aber auch noch zwei Sicherheitsfahrzeuge. Ja, falls die Mohnfeldanbau uns mit der Pumpgun zu nahe kommen. Angekommen in Guatemala City. Erstmal una cerveza, por favor. Heute kaputt gegangen, haben die gesagt. La pena. Diese amerikanischen Steckdosen ist auch da. Dieses Telefon drunter legen oder was, ey. Hallo. So ginge. Habe ich stabilisiert. Okay.
Early Morning Vibes. Oh, Flugzeug ist schon auch nah. Kurz vor 6. Wir müssen gleich losfahren zu diesem Benefizio, wo der Kaffee gemahlen, geschält wird. Und verladen. Hallo, hallo. Sieht alles ein bisschen aus wie in einer GTA-Mission. Wir sind hier in der Kaffeeverarbeitungsfabrik angekommen. So illegal. Wir sind hier in der Probe. Station. Hier werden kleine Parts vom Kaffee geröstet, extra da drüben. Und jetzt testen wir hier die Qualität des Kaffees. Ich zeige euch mal so also minimal die Fabrik. Es wird gleich sehr, sehr laut. Was ist los? So 70 Kilo. Wie viel? 70. Okay, wir sind fertig. Ist jetzt wie spät? 14 Uhr oder so? Wir haben jetzt 11.02 Uhr. Okay, wir sind hier gerade am Packen, letzter Tag in Guatemala. Hier haben wir noch ein bisschen Quetzales. Auf jeden Fall hier 20 Terabyte Platten sind voll. Morgen früh nach Mexiko-Stadt, pennen da noch eine Nacht und dann chillen. Ich soll mal abhauen, da. Ich habe noch ein schönes Umfeld gerade hier, ey, wo das Logo drauf kann und alles. Da steht so eine rote Tasche da im Weg, ey. Und die andere Seite vielleicht?